Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Touring-Karte. Mit allen einen schönen Sonntag. Hauptsache mein Tag hat mich nicht geirrt. Kann passieren. Am Anfang sollte nicht passieren, aber später kann schon passieren. Ja, allen schönen Sonntag. Sonntag, das soll ja Feld fahren hier, ne? Die Kreuze verpasst. Oh, verrückt. Kippt man die um, du. Gut, hier ist das gewaltig in der Ecke. Irgendwie ist hier was stark. Performance-Last, wo dunkel ist, ne? Im Dunkeln eigentlich nicht so. Ja, das ist. Na, der Professor geht. Der, oh, die Grafikkarte ist warm. 70 Grad. Eher 71, aber solange keine 8 davor steht, dann geht's noch. So, auf geht's, bergauf. So. So sind wir schon mal hinten wieder zu Hause angekommen, ne? Jetzt können wir eigentlich auf, ja, auf 60 gehen, ne? Auf 30, ne? Aber 30 ist ja dunkel und wir hätten längst auf 5 spielen sollen, ne? Jetzt machen wir auf 30. Kann ein bisschen schneller vorangehen, die Dunkelheit vorbeigeht hier. Dunkel ist ja alles Mist. So, jetzt haben wir die Gruppe erstmal schön auf hochbringen und dann entsprechend Richtung. Jo. Morgen früh die Kühe versorgen, sobald das hell ist. Und was ganz wichtig ist, wenn der Winter beginnt, stelle ich um auf 3 Tage. Das werde ich gleich mal. Ja, das dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, wir haben jetzt alles Maschinen und Geräte, keine Mods. So, jetzt holen wir uns mal die. Die Seemaschine. Traktoren Original. Der Kerch ja nicht. Der ist ein Mod. Aber den brauche ich wahrscheinlich nochmal. Ganz ohne kommen wir nicht aus, denke ich mal. Aber zum größten Teil. Denn jetzt geht noch viel mit Soja arbeiten und mit Sonnenblumen zum Frühling. Viel. Dann brauchen wir noch einen zweiten starken Traktor. Für die Feldarbeit. So. Dass wir dann mit Gruppern beginnen können und dann gleich mit der Aufsaat hinterher. Nachdem das Gruppern fertig ist. Und dann können wir uns von Feld zu Feld vortasten. Ne? Irgendwann auch mal die Wiese mähen. Dann werden wir eine Krone nehmen, den großen. 13 Meter. Da hier mal ganz kurz gucken. Traktoren, Mähdrescher, Mähtechnik. Dann nehmen wir hier entweder den oder den mit dem Mod. Mal zeigen. Das ist auch ein schönes Ding. Die Felgenknopf ist egal. Reifen, ne? Aber das kaufen wir erst im Frühjahr. So. Mähdrescher wollte ich eigentlich kaufen, die jetzt also zum einen den da kaufen, den nicht, den auch nicht erstmal. John Deere und den Case. Weil die haben nämlich
Neidwerke, original, ohne dass ich mal was basteln muss. Und zwar. Schon hier. Hier in Neuhornland. Einmal das Gerät. Und K2, das ist ein Mod. Das wollen wir nicht. Neuhornland und K2, das Gerät. Wir haben beide 13 Meter, 13,7. Das wollte ich so nehmen für Soja und für Raps und Getreide und für Mais, für Sonnenblumen. Da nehmen wir nachher so ein Gebiss für Sonnenblumen, ne? Sehe ich jetzt nicht. Gibt es vielleicht extra? Schneidwerke, Flüge, Baumwolltechnik. Maispflücker. Maispflücker können auch Sonnenblumen. Achso, Mais, Sonnenblumen. Aber es gibt einen. Das arbeitet schneller als. Gruppe, Tiefenlohe. Vielleicht hierbei. Hier. Das ist für Sonnenblumen. 12 Meter und dann kann er mit 15 km/h fahren. Ja, also. Da werden wir uns entsprechend dann zulegen. So läuft die Aufnahme, ja. Natürlich habe ich meinen Countdown nicht gedrückt. Bei der ersten Beinfahrt hat es geklappt, bei der dritten nicht mehr. Nicht so tragisch, muss ich gucken. So, ein bisschen geschaut, ein bisschen gezeigt und jetzt geht weiter mit Seemaschinen kaufen. Holen. Ist schon gekauft. Entschuldigung. Kurven kann man nicht mehr von der Gerade außen. Ihr wisst hier was, wir gehen auf 60, da ist eigentlich zu dunkel hier. Tja, heute ist Sonntag. Ja, für mich jedenfalls. Für euch, ja, in der Aufnahme sicherlich auch. Stimmt. Ich versuche heute alle 14 Aufnahmen zu machen, fertigzustellen. Bearbeiten, das mache ich in der Woche. Da habe ich genug Zeit zu. Jeden Tag so 4, 5 oder 10. Je nachdem, wie ich Lust habe. Und dann einen Tag mal einen Schwung alles hochladen. Sollte an sich kein Problem sein. Also Dienstag, Mittwoch hochgeladen habe. Nebenbei kann ich noch ein bisschen 7D2D spielen. Bei der letzten Aufnahme, die ich jetzt gemacht habe, bin ich gestorben. Da haben sie mich überrannt und da muss ich immer sehen, dass ich da jetzt wirklich das lerne, wie man Munition erstellen kann aus Stahl, ne? Weil mir geht die Messing nämlich aus und das ist das Problem. Und dann muss ich meine Verteidigungslinie entsprechend noch ein bisschen verbessern. Ich habe jetzt die Schwachpunkte gesehen. Mal sehen, was ich da hinkriege, dass ich da also, die riechen die Schwachstellen, das glaubst du gar nicht, du. Ruckzuck waren die durch. Stahltür haben sie nicht genommen. Da sind sie nach draußen auf dem Balkon und dann zu mir. Wieder durch die Wand. Klar, wenn ich nur Bruchziegel habe hier und die anderen gegenüber war Beton, sind sie durch den Bruchziegel durch, ne? Die hatte einen Wert von 500. Und der Beton von 5000, ja, da kann man sich aussuchen. Gut, das passt. Ich habe schon gedacht, geht nicht. Und was geht alles rein? Sonnenblumen, Sojabohnen, Zuckerrüben, Baumwolle, Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Ölrettich, Gras, Mais. Gut, das passt. So, eins, was nicht reingeht, ist glaube ich Dünger. Aber gut, damit kann ich leben. Deswegen düngen wir mit unserer G2
Militärreste, damit die Gruppe hat. Und später kann man ja gleich, wenn man erstmal gewachsen ist, gleich hier düngen, ne? Können wir unsere schöne Gärreste schön da verbrauchen. Ja, jetzt geht gleich auf 0 Uhr zu. Jo, guck auch hier. Der Winter hat begonnen. So, das heißt, Winter hat begonnen. So, Einnahmen BGH, okay, das hat man was gebracht. Betriebskosten, Fahrzeuge und Gebäude. Ja, jetzt gehen wir ganz kurz auf 1. Jetzt gehen wir auf Menü. Für Seasons. Kurz hier geschaut, alles gut. Jetzt gehen wir Einstellung. Länge der Saison. 3 Tage, nicht 24. So. So. Lassen wir alles an, soweit. Und zurück. Jetzt haben wir 3 Tage Winter. Und die Natur kann sich jetzt in den 3 Tagen entsprechend einstellen. Also jetzt haben wir keinen Stress. Jetzt können wir auch wieder auf, gehen wir mal auf 15, das ist ein bisschen angewöhnt. Also falls irgendwie Wachstum kommt oder so. Also ein bisschen berechnen kann, und dann gehen wir hier auf 30 und hier auch später auf 60. So, das ist kein Absturz erfolgt, ne? Wo die Berechnungen alle durch sind normalerweise. Ja. Im Hof werden wir den entsprechend nachher umstellen. Auf 30. Jetzt können wir mit jeden Tag mit Schnee rechnen, ne? Obwohl aktuell noch nicht so aussieht, dass wir es kriegen, aber so, jetzt haben wir die Kreuzung. Ja, hier ist mächtig was. 90%, zweimal die Grafikkarte. Ist gut. Gut beansprucht in der Ecke hier. Wald, Feld. Ja. Viel sehen wir eh nicht. Ist dunkel, ne? So, jetzt können wir auf 30 gehen, dass möglichst schnell hell wird hier. Dunkel. Ich mag mich im Dunkeln fahren. Das mit Autofahren mag ich nicht im Dunkeln. Ich bin früher öfters im Dunkeln gefahren. Nach Hause. Alle 3 bis 4 Wochen einmal. War eine harte Zeit. Donnerstagabend nach Feierabend. Wirklich nach Feierabend, nicht früher Feierabend gemacht. Mama hätte es gerne gewollt, aber oft ging es nicht. Und dann, gut. Hier sind wir ab 17 Uhr, geht's nach Hause. 10 Stunden Autobahn, das ist Wahnsinn, wenn ich daran denke. Von Wels oder von Linz manchmal sogar gefahren. Ja, 10 Stunden. Früh um 3 oder 4, je nachdem, oder 5 waren wir sogar, war ich dann zu Hause. Also, die Zeit war im Prinzip Wahnsinn. Nach Hause musste man mit Freude gefahren, aber dann, je länger das Jahr wurde und muss zurück zur Arbeit, dann war das näher. Sonntag Zeug fahren, herrlich. War echt begeistert. Halbwegs ausschlafen, halbwegs Frühstück, Mittag, nebenbei packen schon. Und dann bin ich so gegen 1, halb 1 los. Und gegen abends und Zähne in der Pension zu sein. Das waren Zeiten. Hat sich auch lange so eingeprägt bei mir, Sonntag. Im Prinzip die Stimmung war eben Sonntag automatisch immer schlecht gewesen. Also jetzt hat sich das einigermaßen gelegt, aber anfangs war das teilweise. Das Gefühl war jeden Tag da. Also Sonntag war das Gefühl da. So, wir sind da am Hof. So.
Was brauchen wir noch? Wir haben jetzt hier Aussaat, wir brauchen normale Düngermaschinen, also Dünger, heißt Geräte. Also wir haben jetzt die Geräte trotzdem behalten. Aber wir werden das trotzdem diese Mods hier nehmen. Einmal für Kalk und für Dünger. Der kann Dünger und Kalk. Davon werden wir, der erste wird für Dünger sein. Da nehmen wir Hauptfarbe Rot, das ist schon okay. Designfarbe, ja. Können wir Blau nehmen. Blau. Aufbau. Aufbau. Aufbau ist wichtig. Arbeitsbreite. Reifenvariante nehmen wir für Dünger, nehmen wir Pflegebereifung. Kaufen. Wir werden zwei Geräte, wir haben viele Felder, wir brauchen zwei Geräte. Wollen wir gleich zwei kaufen? Ja, kaufen zwei. Kaufen. Dann werden wir einen für Kalk nehmen. Kalk können wir eine andere Farbe nehmen. Und zwar weiß. Ja, weiß. Und mal schön grün. Für Kalk brauchen wir keine Pflegebereifung, da reicht schon aus. Kaufen wir ein. So, wer hat Lust, alles zum Hof zu fahren? Schön, ne? So, das wäre die nächste Folge. Ich mache mal jetzt eine kurze Probe. Dann sage ich immer Tschüss und wir winken. Ciao, und danke fürs Reinschauen. Und wir machen gleich weiter, aber ich mache jetzt mal ganz kurz einen internen Test und dann geht's weiter. Tschüss!